Ich meine, aktuell kann man ja leider sowieso immer nur abwarten, weil kann ja keiner vorhersagen, wann das alles wieder funktioniert. Aber man muss sich einfach so ein bisschen auf die kleinen Dinge fokussieren und auf die kleinen Dinge freuen. Ach, guck mal, der Typ aus der Kirche. So. Es ist irgendwie so seltsam, dass ich ihn quasi gerade noch verprügelt habe und jetzt hier mit ihm zusammen kämpfe. Kai, you okay? So. Da ist die Team Fusion Tante, die die ganzen legendären Pokémon sammeln wollte, die ihren Sohn nicht mehr leiden kann. Ich frage mich, was sie da jetzt rufen möchte. Beim letzten Mal war es Mew. Zum Bell Tower. Oh nein, muss ich da jetzt noch hoch? Wisst ihr, jedes Mal denke ich, okay, jetzt ist so langsam mal fertig mit der Story. Okay. Und dann bist du erst in der Kirche und dann war ich im brennenden Steineichenwald und jetzt bin ich hier und jetzt muss ich zum Bell Tower und... Okay. Werde ich hier jemals aus dem Teufelskreis der Story rauskommen? Ich glaube nicht. Na gut, dann Abmarsch. Dann gehen wir noch zum Bell Tower und da sie jetzt hier alles eigentlich hat, was sie braucht, sollte das dann aber auch wirklich mal das After-Story-Finale sein. Ich meine, wir sind ja an sich fertig, wir haben ja 7 Orden und auf dem Trainerpass sind halt auch nur 7 drauf. Potenziell ist halt noch Sandra da. Keine Ahnung, ob die noch kämpfen will oder nicht. Aber abseits davon bleibt dann auch die Liga. Also so viel haben wir tatsächlich gar nicht mehr vor uns. So, die ist zu. Okay. Kann ich die mittlerweile mal aufmachen? Nein, also muss ich außen rumlaufen. Und sonst so. Erzählt mir doch mal irgendwas Interessantes. Moment, das ist die falsche Richtung. Ach hier. Sieht aber auch alles gleich aus. Finde das schön, die ersten Dinge, die ich im Chat lese. Ich bin dead, müde, ich bin verstört. Schön, dass ihr alle so gut drauf seid während meines Streams. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ich hatte gerade einen Muffin. Ich noch nicht, weil ich den mit Jan nachher zusammen essen möchte. Ich hoffe, er schmeckt. Ich finde das immer so witzig, wenn ich euch wirklich frage, ne, erzählt was Interessantes oder so, dann hast du immer viele Leute, die meinen, ich habe nichts zu erzählen. Und dann denke ich mir so, ich sitze hier jede Woche 3x3 Stunden und bin permanent am Reden. Irgendwas fällt einem immer ein. Achso, das ist der falsche Ton. Ups. Darf ich jetzt hier durch? Ja. Aber guck mal, das sieht echt schick aus. Das haben sie so ein bisschen jetzt nicht aus Heartgold und SoulSilver übernommen, aber nur so ein bisschen daran angelehnt. Alex, was? Das ist schon cool. Aber du warst wahrscheinlich kein Nein. Du warst wahrscheinlich nett genug, ihr zu sagen, dass sie sich vertan hat? Das wäre ja schon witzig, wenn du einfach die 400 Euro behalten hättest. Wäre wahrscheinlich irgendwann aufgefallen. Ach, guck mal.
Dann werde ich mal kurz hier speichern. Und gucken, was passiert. Ich bin ja kein Scumbag. Das ist Ansichtssache, aber... Nein, also... Es ist halt witzig, aber du kannst das Geld natürlich nicht behalten. Also, wenn das auffällt, ist ja noch schlimmer, wenn sie dann sagt, wieso hast du mich zurücküberwiesen? Das sieht witzig aus. Ich gehe einfach mal, ne? Ach, jetzt auch wieder Pokémon drin. Ja, gut. Wobei, ich wollte gerade sagen, gab es hier nicht nur Radfratz? Guck mal, ein Radfratz auf Level 59. Überhaupt nicht seltsam. Aber gegen Radfratz müssen wir jetzt nicht zwingend kämpfen. Wobei ich das Prinzip immer echt schick finde hier, wie das aufgebaut ist. Ich hoffe, ich musste die ganzen Rätsel hier drin nicht machen. Ich glaube, da habe ich nicht genug Gehirnkapazität für. Aktuell. Allgemein schon, aber nicht heute. So. Ich habe jetzt auch Food. Cool. Ich hatte vor dem Stream Food. Ich habe heute nämlich Gulasch gemacht. Beziehungsweise ist es halt nicht so klassisches Gulasch, es ist eigentlich ein Rezept für veganes Gulasch. Nur, dass es nicht vegan ist, sondern dass da wirklich Fleisch drin ist. Aber alles andere habe ich übernommen. Also bei uns ist dann Paprika noch mit drin, klar, Zwiebel, Knoblauch, Möhrchen, Kais Albtraum, Pilze und ist da noch irgendwas drin? Ich glaube nicht. Und dann halt hier mit passierten Tomaten und so Gedöns, Tomatenmark, ein bisschen Eiweiß, es ist so Paprikapaste, Gemüsebrühe und dann halt mit Nudeln. Bei uns ist halt wirklich, bei fast jedem Gericht sind Champignons drin. Also, als ich noch zu Hause gewohnt habe, gab es vielleicht ab und zu mal bei irgendeinem Gericht hier Champignons aus dem Glas oder so. Aber ich weiß nicht, jetzt seit ich mit... Jan ist ein riesiger Champignon-Fan. Und seit ich mit Jan zusammen wohne, gibt es einfach überall Champignons dazu. Also teilweise, wir kaufen die mal für eine Woche ein. Oh, ich bin ziemlich angeschlagen, sehe ich gerade. Und teilweise kaufe ich einfach wirklich ein Kilo Champignons, frische, für die ganze Woche. Also wir haben dann wirklich, also gerade auch seit ich angefangen habe, teilweise vegetarisch zu kochen, kommen dann halt auch sehr viel Paprika, Zucchini, Möhrchen, Pilze, Tomaten und so irgendwie rein. Also ich persönlich mag ja zum Beispiel auch Pfifferlinge oder Stockschwämmchen. Jan nicht. Jan isst zu allem Champignons. Also ich bin wenigstens manchmal noch so ein bisschen, dass ich ein bisschen Abwechslung möchte. Aber sei es jetzt wirklich... Linsen-Bolognese, da ist dann unter anderem sind da Pilze drin. Wenn ich Linsen-Burger mache, wir essen übrigens sehr viele Linsen. Linsen sind ein sehr guter Fleischersatz. Dann sind da auf dem Burger auch Champignons drauf. Ich mache auch manchmal Linsen-Lasagne. Da sind aber keine Pilze drin. Oder wenn ich, wie gesagt, Gulasch mache, sind da Pilze drin. Wir haben auch Linsen-Pilz-Ragout, da ist dann beides drin. Champignons und Linsen. Ja. Oder Risotto, da sind dann auch Pilze bei. Also bei uns ist irgendwie gefühlt, überall sind Champignons mit bei. Man kann die auch weglassen natürlich, aber die sind gesund, die haben echt nicht viele Kalorien und sind lecker. Kirt, dankeschön, dass du Woggle einen Sub geschenkt hast. Super lieb von dir. Dankeschön. Gerade jetzt so quasi am Wochenende. Ich habe ja vor 4 Wochen ungefähr mega viele Geschenksubs bekommen auf einen Schlag. Ich glaube, es waren 30 oder so. Richtig krass. Und die sind jetzt alle ausgelaufen. Das ist dann immer so... Yikes, wenn man so auf den Counter guckt. Aber... machst du nix. Oh nein, es ist das... Ich bin nicht gut mit dem Rätsel, so heute. Allgemein ja, heute eher nicht. Ich habe doch nicht die Kapazität für Rätsel. Aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall kommen bei uns heutzutage sehr viele frische Zutaten überall rein. Wie gesagt, gerade so Paprika,
die aktuell ziemlich teuer sind, weil nicht Saison ist, aber manchmal muss es halt trotzdem sein. Champignons. Auch viel, also sehr, sehr viele Linsen. Habe ich früher auch nicht gegessen, aber man kann Linsen so gut in alles Mögliche reinpacken. Bohnen gibt's auch, Mais, also wir essen tatsächlich mittlerweile sehr viel Gemüse. Es hat sich so ein bisschen gewandelt. Deswegen, wenn ihr keine Champignons mögt, ist es ein bisschen schwierig bei uns mitzuessen. Moment, was war die ursprüngliche Aussage von Kai? Ah. Die hätte ich nicht unbedingt lesen müssen. Aber Kai, diese letzte Nachricht bitte, nehmt meine Vergleiche bitte nicht zu ernst. Ich kann das ja gar nicht wissen. Sprich jetzt auch nicht unbedingt für dich, ne? Aber gut. Ich sollte mir einfach angewöhnen, wenn ich irgendwie solche Sachen verpasse und der Chat ist verstört, sollte ich sie nicht nachlesen. So. Wo möchte ich lang? Hier schon mal wahrscheinlich nicht. Das ist super aufregend. Da komme ich sowieso wieder da raus. Oder da drüben. Hier wäre eine Treppe. Ich werde jetzt nicht alles erkunden. Wenn ich den richtigen Weg finde, dann ist gut. Anna und Cap, Dankeschön für den kleinen Raid. Super lieb von dir. Das stimmt, Kai. Das finde ich nicht so gut. Das finde ich auch ganz schön, dass diese ganzen Orte, die man in Johto so benutzt hat, dass die Rocket-Versteck oder auch jetzt der Zinnturm, dass die hier aber in irgendeiner Form trotzdem benutzt werden. Du hättest ja auch zu den Strudelinseln beispielsweise hingekommen. Radioturm war bislang noch abgesperrt, also den haben sie vielleicht jetzt nicht unbedingt umgebaut, aber dass diese ganzen Gebiete halt trotzdem irgendwie auch einen Zweck hier erfüllen, finde ich auch eigentlich ganz schön, weil sonst wäre Johto auch irgendwie sehr klein. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt dann auch wirklich mit der Story durch sind, wenn wir hier fertig sind. Ich mag den Zinnturm auch sehr gerne, wenn ich nicht eigenständig durchlaufen muss. Ich hab's halt nicht so mit Orientierung. Achso, aber hier komme ich gar nicht weiter. Hat sich das hier erübrigt. Dann nehmen wir doch mal den Weg. Ich habe das Gefühl, heute klingelt irgendwie andauernd bei euch allen das Telefon während meines Streams. Wer ruft euch da andauernd an? Mich ruft nie einer an. Das klang jetzt irgendwie sehr traurig. Mich ruft noch nicht mal per Discord oft einer an, weil meistens rufe ich Leute an. Das ist, glaube ich, noch so aus den Skype-Zeiten, weil damals in Skype war es, glaube ich, noch so, dass die Person, die anruft, quasi den Call so ein bisschen hält. Das heißt, bei Skype habe ich immer angerufen, weil ich mit das beste Internet früher hatte. Mittlerweile, ich glaube, Graces Internet ist mittlerweile auch ziemlich gut, aber ne, so damals habe ich das halt immer so gemacht. Und in Discord ist es egal. In Discord hält, glaube ich, keiner mehr den Call. Aber es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass ich immer anrufe. Deswegen, also mich ruft eigentlich sehr selten irgendwer mal überhaupt an. Ich glaube, bei mir ist das eher so, dass mich Leute anschreiben, wenn dann überhaupt, weil da bin ich dann auch wieder echt schlecht dran. Also ich bin super schlecht darin, andere Leute anzuschreiben. So.
Also wenn ich halt irgendwie aktiv was will, okay, aber einfach so für Smalltalk, schwierig. Also abseits davon, dass ich teilweise ewig brauche zum Antworten und auch nicht immer so richtig gut darin bin, Gespräche aufrechtzuerhalten, ich schreibe Leute so selten von alleine aus an. Es ist auch gar nicht böse gemeint, ich kann das nur nicht so gut. Also wenn ihr was wollt, schreibt mich einfach an. Das ist sehr viel zuverlässiger, als darauf zu warten, dass ich mich melde. So, hier komme ich, glaube ich, aber auch nicht weiter. Aber wo geht's dann weiter? Ach da! Das Ding habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ich gehe erstmal hier rüber. Ich habe doch keine Ahnung. Bin ich in der Mitte? Ach, bei dem Typ war ich schon. Oh, ups. Ah, das Hüpfgeräusch ist witzig. Wenn man nicht anschreibt, nimmst du eigentlich auch Tierbilder. Solange du mir keine Spinne schickst, auf jeden Fall. Also, wenn du mir ein Bild von einer Spinne schickst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich dich auf jeder Plattform, die mir bekannt ist, blocke. Aber abseits davon, klar, süße Tierbilder nehme ich immer. So, ich wollte, glaube ich, in die Mitte, hatte ich gesagt, ne? Und dann nicht zu dem Typen da unten, weil da war ich schon. Aber wenn ich einmal in der Mitte bin, komme ich auch nicht mehr weg. Oh. Das ist ja doof. Aber hier kann ich ja nur hier entlang. Ich könnte halt dann hier abbiegen. Und dann entweder links oder Mitte. Hier war ich schon. Dann doch in die Mitte. Ich meine, so nach dem Ausschlussverfahren, ne, kannst du natürlich schon den Weg dann ausfindig machen. Du darfst halt nur nicht so greedy sein. Dann... Weil sonst überspringt man mal aus Versehen eine Stufe und dann ist man ganz woanders. Hi, ne? Doof vorkommen muss man sich da nicht. Jeder hat einfach andere Stärken. Also ich für meinen Teil, wenn ich irgendwas zeichnen würde, ich würde auch nicht unbedingt Anime- oder Manga-Figuren zeichnen, weil ich einfach Menschen überhaupt nicht gut zeichnen kann. Oder zumindest sehr, sehr, sehr lange dafür brauche. Deswegen, ich würde halt auch immer, also ich weiß nicht, finde Pokémon zeichnen zum Beispiel sehr viel einfacher. Also wie gesagt, jeder hat einfach auch andere Stärken. Egal, ob es jetzt Zeichnen ist oder irgendwie Modellieren, Basteln, Häkeln, Singen. Und ich finde, man muss sich da auch nie schlecht fühlen, nur wenn man was anderes macht als andere Leute. Also um Gottes Willen. Buke, das kenne ich nicht. Deswegen kann ich da gar nichts zu sagen. Also nicht alles. Also so zum Beispiel die Spinnen in Yoshi oder so, die sind ja ganz süß. Es kommt halt immer total drauf an.
Aua. Das hat wehgetan. Ich wollte jetzt auch eigentlich die letzten Tage wieder mit dem Modellieren anfangen, mit meinem nächsten kleinen Projekt. Aber dann ist die Welt untergegangen, gefühlt drin. Ging nicht. Aber bald. Ich habe hier schon direkt, wirklich neben mir steht schon alles dafür. Aber irgendwie, ne? Hat es dann nicht so ganz geklappt. Ja komm, bleib du mal draußen. Aber wie gesagt, ich finde halt auch nicht immer, dass, wenn ihr irgendwie was zeichnet oder so, dass es perfekt sein muss. Also ich habe das tatsächlich auch manchmal, dass ich Emotes sehe von anderen Leuten, die dann halt von irgendwem gezeichnet sind, dann auch teilweise wirklich professionell gezeichnet sind, von Leuten, die halt auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich haben. Und ich mir denke, oh mein Gott, das sieht richtig gut aus. Was an sich voll okay ist vom Gedankengang her, ne? Ich finde das immer schön, wenn man halt auch wirklich andere Leute, ich sag mal, loben kann. Ne, also ich meine, zu sagen, dass andere Leute echt gute Arbeit leisten, ne, ist ja gut. Nur dann ist immer so das Problem, dass der nächste Schritt sehr oft ist, dass man sich selber dann schlecht macht. Nach dem Motto, man sieht, wie jemand anderes zum Beispiel Emotes zeichnet und sich denkt, die sehen richtig gut aus. Dann guckt man sich seine eigenen Zeichnungen an und denkt sich so, scheiße, die sind richtig schlecht dagegen. Und das ist halt extrem schwierig, ne? Weil jeder ist halt einfach anders. Ich habe zum Beispiel auch heute, Emotes gesehen von irgendwem und dachte mir so, die sehen richtig gut aus und dachte mir dann so, dagegen sind meine schon irgendwie hässlich. Aber da habe ich auch sofort mir gedacht, nee, das ist ein dummer Gedankengang, das ist Quatsch. Ich mag ja meine Emotes und ich denke, andere Leute mögen die auch. Nur weil die jetzt nicht so aussehen, wie von irgendwem anderes gezeichnet, sind die ja nicht automatisch schlecht. Und dafür, dass ich die halt auch nur, ich sag mal, hobbymäßig zeichne und nicht professionell, finde ich die halt schon echt gut. Da musst du dir das sofort so imaginär einmal links und einmal rechts durchs Gesicht mit der Hand nach dem Motto, nein, jetzt fang nicht an, dich mit irgendjemandem zu vergleichen, die Emotes sind gut, so, Punkt. Aber man rutscht da schnell ab. Das sollte jetzt übrigens auch kein Phishing for Compliments werden. Das wollte ich nur so allgemein gesagt haben zu dem Thema, dass ich halt auch dann oft so bin, so tagesformmäßig, manchmal denke ich mir auch so, meine Emotes sind schon echt nicht gut. Und dann denke ich mir wieder so, nee, ist schon okay. Also die Pokémon-Emotes finde ich alle in Ordnung. Aber die Emotes, wo Menschen drauf sind, das ist für mich immer noch sehr schwierig, weil ich Menschen echt nicht... Es ist schon echt hart für mich, Menschen zu zeichnen. Das fällt mir unglaublich schwer. Und deswegen bin ich da halt auch immer so sehr kritisch mit. Aber ich kann mich einfach nicht hinsetzen und aus dem Stegreif Menschen zeichnen. Das ist, weiß ich nicht. Gibt es so Leute, die wissen, okay, ich möchte jetzt den und den Charakter zeichnen in der und der Pose. Zack, zack, zack. Fertig. Ne? Aber ich bin so... Ich muss mir jetzt erstmal 1 Million Bilder angucken von diesem Charakter, den ich zeichnen will, von der Pose, die ich zeichnen will, die vielleicht von irgendeinem anderen Charakter gemacht wird, von der Frisur und dem Gesichtsausdruck und bis ich dann ungefähr eine Idee habe, weil ich so, ich kann das nicht frei handzeichnen. Ich brauche da echt viele Vorlagen für. Ne? Deswegen bin ich dann immer sehr kritisch. Ich denke mir dann auch manchmal so, wenn ich mir zum Beispiel Eclair Love angucke, so, ist das mit den Augen so, so passt das so mit dem, das eine ist zu, das andere ist offen, aber eigentlich die Augen von Eclair Love habe ich ungefähr 30 Mal hin und her geschoben, um zu gucken, dass sie auch wirklich richtig sitzen und das nicht komplett bescheuert aussieht. Also eigentlich, ne, passt das schon, aber man denkt sich dann so, ist das jetzt so richtig und, ne? Also ich hatte halt für keck und cool, habe ich ja schon mal gesagt, eigentlich ziemlich gute Vorlagen. Und deswegen bin ich mir da, so was die Haare und die Anatomie betrifft, eigentlich recht sicher. Aber Love und Zip sind halt sehr... Also die sind halt nicht ohne Vorlage entstanden, aber ohne konkrete Vorlage. Das heißt, ich habe mir die Pose irgendwo zusammengesucht. Ich habe dann geguckt, wie der Charakter aussieht. Und es war halt sehr viel Ausprobieren. Also ich hatte jetzt zum Beispiel bei Haru, bei Zip, jetzt nicht irgendwie, dass ich
dieses Bild als Vorlage hatte und nur abgepaust habe. Es ist halt wirklich, das war die Pose, die habe ich von dem Bild so ein bisschen mehr abgeguckt, wie das ungefähr hinkommt. Dann die Haare habe ich von einem anderen Bild geguckt und so. Ne, es ist halt selber zusammengewürfelt, sag ich mal. Und deswegen bin ich bei den beiden auch sehr viel kritischer, weil ich da keine konkrete Vorlage habe, wo ich sagen kann, ja, die Vorlage ist so, also habe ich es ja wohl richtig gemacht, weil es halt sehr eigen ist. Und deswegen bin ich mir da immer sehr unsicher, ne, ist jetzt wirklich gut so? Ja, da bin ich dann immer so ein bisschen verunsichert, was so Menschen betrifft. Aber da die Emoji auch eigentlich fleißig benutzt werden, denke ich mir so, ne, sind die, denke ich, eigentlich schon ganz gut so. Aber ihr kennt das selber, dass man irgendwie sehr schnell, auch je nach Tagesform, an sowas einfach zweifelt. Und gerade weil ich ja für die Tier 2 Emotes auch ganz gerne wieder Menschen haben möchte, ist es dann schon wieder so tense.